Was würdest du jetzt für einen Song schreiben, wenn wir es einer schreiben, Wallis 2050? 2050, da muss man wirklich ein bisschen überlegen. Das ist ja nicht schon gerade in 20 Jahren. Aber ich glaube, mein Song würde gehen. Ich habe vergessen, wie das Gras schmeckt. Ich habe vergessen, wie die Sonne uns sieht. In einer Zeit, in der so viel virtuell ist und wo immer noch virtueller wird und digitaler wird, glaube ich, man müsste einfach ein bisschen schauen, dass man all die Sinne noch andocken kann. Also, dass man gespürt, wie die Sonne scheint, dass man eben schmecken kann, dass man auch die Liebe nicht nur auf die virtuelle Ebene tut. Ich glaube, für mich ging es wieder eher so ein bisschen zurück zur Natur. Was wüsstest du jetzt, wenn du etwas weisen könntest in 2050? Im 2050 wünschte ich mir, dass man mehr oder weniger einfach so das Übel der Welt erlesen könnte. Also Krankheiten fort, Natur ist wieder gesund, es gibt keine Überschwemmungen mehr, irgendwie tut sich das wieder ein bisschen einmitten. Man hat keine Angst vor Klimaveränderung, es ist alles wieder gut. Dass gewisse Politiker sofort weg sind, gerne die aus dem Westen, also dass die noch vor 2017 weg sind. Also, dass America first, America vorletzt wird oder letzt. Es gibt viele Sachen, die man sich wünschen kann. Und einige vor 2050. Aber sicher, ja, dass die Menschheit eine Chance hat, dass sie sich aber in die Richtung entwickelt, dass einiges wieder neu aufgeht, was vielleicht jetzt unter diesen Umständen heute gar nicht möglich wäre. Was siehst du dich in 2050? Ich bin, glaube ich, ab im Smoke, aber vielleicht gebe ich es mich ja noch, und zwar als Hologramm. Also ich würde Konzerte geben, stelle ich mir vor, 2050 in riesigen Stadien mit Walliser Deutsch. Die ganze Welt würde Walliser Deutsch kennen. Ihr würdet nachher überrollt werden von Chinesen und Japanern und Amis, ob ihr das wollt oder nicht. Ich will ein Superstar, aber einfach als digitales Freude. Ich will schon längst weg, aber mich gebe ich es einfach so als digitale Künstlerin weiter. Das wäre schön für meine Nachkommen, die noch etwas daran haben könnten. Und ja, vielleicht gute Werbung für das Wallis.